Ich habe vor kurzem auf Facebook und auf Instagram eine Umfrage gemacht, um meine Follower gebeten, folgende Frage zu beantworten. Soll man im Golfschwung ruhig und langsam schwingen? Circa 60% sagten ja, man soll ruhig und langsam schwingen. Und ich möchte heute in diesem Video der Sache näher auf den Grund gehen. Also bitte bleibt dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Pausig von Progressive Golf Video. Ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du in Zukunft nichts mehr versäumen möchtest, würde ich dich bitten, eventuell meinen Kanal zu abonnieren. Ich hatte bereits zweimal die Ehre, Gastgeber vom hochanerkannten Biomechaniker Dr. Jung-Hoo Kwon sein zu dürfen. Wenn man Gastgeber von einem solchen Experten ist, verbringt man natürlich sehr viel Zeit mit ihm, auch außerhalb des Vortrags. Und so konnte ich einiges lernen, was mir vielleicht sonst nicht widerfahren wäre. Eine Sache, die ich mit ihm und glaube ich auch, die er im Kurs auch erwähnt hat, besprochen habe, ist, ob der Golfschwung langsam sein soll oder eher zügig schnell. Wenn man sich jetzt die Golfprofis anschaut, dann sieht man, dass die Besten der Welt in der Regel für den Aufschwung ca. 0,75 ja, bis ein bisschen unter eine Sekunde brauchen. Im Abschwung jedoch brauchen sie nur eine Viertelsekunde. Das heißt, man kann ungefähr sagen, dass der Schwung von Anfang bis zum Treffmoment ca. eine oder vielleicht ein bisschen mehr als eine Sekunde dauert. Wenn man jetzt auf die Uhr schaut und schaut, wie viel eine Sekunde eigentlich ist, dann wird man sehen, dass das natürlich sehr schnell vorbei ist. Darum kann der Golfschwung gar nicht langsam sein. Und zwar passiert Folgendes bei den Besten der Welt. Wenn die Besten der Welt hier im Setup stehen, dann ist die erste Bewegung von hier nach hier sehr schnell. Das heißt, sie bewegen sich von hier nach hier und brauchen dafür circa eine halbe Sekunde. Das dauert ein bisschen unter Anführungszeichen, weil natürlich die ganze Masse erst einmal in Bewegung kommen muss. Ja? Aber von hier bis hier eine halbe Sekunde. Ab hier passiert Folgendes. Die ganzen Muskeln werden ja, vor allem die seitliche Bauchmuskulatur, die wird ja durch diese schnelle Aktion hierüber gedehnt. Und wenn die gedehnt wird, dann heißt das auch, dass schon langsam ein Bremseffekt passieren muss. Das heißt, man springt hierher und jetzt fängt an, in der zweiten Phase des Aufschwungs die Muskulatur den Schläger zu, unter Anführungszeichen zu stoppen oder ihn eben die Geschwindigkeit wegzunehmen. Das heißt, die Muskulatur, die zuerst langgezogen wurde, fängt jetzt an, in die Gegenrichtung zu arbeiten und erzeugt einen sogenannten Dehnungsverkürzungsreflex, auf den ich jetzt nicht wirklich genauer eingehen möchte. Aber auf alle Fälle, was du verstehen solltest, ist, wenn man hier wegschwingt, passiert normalerweise ein Effekt, der automatisch ist, und zwar man wird dann hier in der zweiten Phase langsamer und man hat dann auch etwas Zeit, dann den Druck in die linke Seite reinzubringen. Wenn man das geschafft hat, dann geht der Abschwung sehr, sehr flott. Also nochmal, hierher ist flott, jetzt wird gebremst, automatisch, links, bumm. Noch einmal. Dr. Kwon nannte dieses Spiel Counterbalancing und er hat das sehr häufig mit uns in den Kursen trainiert mit Steigübungen. Sprich, wir haben dann zum Beispiel uns hingestellt in eine normale Position, dann den rechten Fuß zum linken hinüber, als Rechtshänder klarerweise, haben dann begonnen, hin wieder zurückzusteigen. Und in dem Moment, wo der Fuß den Boden berührt, haben wir den Schläger aktiv mitgenommen. Also ich mache es noch einmal. Bam. Und dann ist er schon wieder im langsamer werden. Okay? Das heißt, schaut so aus. Das ist eine sehr, sehr gute Übung, um das Gefühl zu bekommen, was da im Aufschwung
passiert. Sehr wichtig dabei ist es, wenn man diesen Schritt macht, dass das Hüftgelenk, das sich circa hier befindet, nicht außerhalb des Fußes bewegt. Das heißt, ich kann schon hier reinsteigen, losschwingen, aber ich möchte nicht darüber kommen, weil sonst haben wir einen sogenannten Sway. Also nochmal, das ist hierher, zack, zack. So, jetzt werden sicherlich viele von euch sagen, boah, das Ganze ist mir viel zu schnell. Das ist in Ordnung, das ist auch das Endprodukt. Ich sage immer, wenn man eine Bewegung lernen möchte, muss das natürlich viel, viel langsamer gehen. Im Training habe ich überhaupt kein Problem, wenn man noch beschäftigt ist, wie man die Handgelenke winkelt, wenn man beschäftigt ist, wie sich das Becken dreht, wenn man überlegt, wo ist die Schwungbahn. Da habe ich überhaupt kein Problem, wenn das Ganze noch langsam abläuft, damit man schön und kontrolliert in die Positionen kommt. Nur im Laufe der Zeit muss es schon das Ziel werden, eine dynamische, athletische Bewegung zu bekommen. Und wenn man diese dann zu langsam macht und zu überlegt macht, kommt man nie in diesen Effekt der Muskeln, den ich dir vorher erklärt habe. Das heißt, versuche, wenn du etwas an deinem Schwung gerade änderst, das ruhig in Ruhe zu machen, langsam zu machen, aber beginne dann mit der Zeit, dich zu steigern, bis zu einem Punkt, wo du das Gefühl hast, das kann ich jetzt noch koordinativ halten, so kann ich noch den Ball gut treffen. Bitte vergiss nicht, wenn du langsam schwingst, dann hast du auch wenig Schlägerkopfgeschwindigkeit und deine Schlagweite wird sehr kurz sein. Wenn du dich schneller bewegst, koordinativ schneller bewegst, wohlgemerkt, und den Ball sauber triffst, musst du mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit haben, es geht nicht anders, und du wirst den Ball deutlich länger schlagen. Und auch wenn es nur 20 Meter sind, die du deine Schlagweite erhöhen kannst, es kann eine Menge für deinen Score bedeuten. Versuche es mal etwas schneller zu schwingen und lass es mich in den Kommentaren wissen, wie es dir dabei ergangen ist. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ihm einen Daumen hoch gibst und eventuell auch die anderen Videos hier unten ansiehst, die dir vielleicht auch gefallen könnten. Und hier drüben kannst du auch noch meinen Kanal abonnieren. Also bitte sei so lieb und mach das und wir sehen uns bald. Tschüss.